ziemlich heftige Achterbahnfahrt, die wir derzeit erleben. Am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten super stark. Oh, das könnte länger höhere Zinsen bedeuten, weil inflationstreibend ist so die Interpretation der Zahlen. Dann am Dienstag unser Engel Jerome Powell, wieder zwar mit hawkischen Worten, aber dovischen Implikationen in seinen Aussagen. Wenn man jetzt mal Fakten, was machen wir als Fed und wie schätze ich die Lage einmal sauber trennt, die Märkte euphorisiert. Und gestern dann haben alle anderen Fed-Mitglieder eigentlich komplett die Aussagen von Jerome Powell einkassiert und gesagt, nee, also wir müssen hier noch länger viel mehr machen. Es ist nicht so, dass man sich da offiziell komplett widerspricht. Das ist nicht der Fall innerhalb der Fed, aber es ist schon eine uneinheitliche Kommunikation insofern, als Subtext ist komplett anders ausfallen hier zwischen Powell und den anderen Fed-Mitgliedern. Aber schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Hier diese Achterbahnfahrt, die auch Mohamed El-Erian letztendlich konstatiert und eben sagt, naja, diese anderen Fed-Mitglieder, die haben gestern im Grunde die Botschaft von Powell ganz deutlich einkassiert. Mit Folgen, wir sehen das jetzt sogar eine Anhebung um 50 Basispunkte im März wieder deutlich wahrscheinlicher geworden ist. Knapp 33% die Wahrscheinlichkeit. Es liegt auch an Aussagen von Christopher Waller, der gestern gesagt hat, also aus meiner Sicht sieht das nicht so aus, als würde die Inflation schnell runterkommen. Hier sagt er, ja, also es sieht so aus, dass die US-Wirtschaft es bisher schafft, sich sehr, sehr gut an diese gestiegenen Zinsen anzupassen. Und obwohl die Wirtschaft ein bisschen nachgelassen hat, ist dennoch sehr, sehr viel Nachfrage noch vorhanden. Und viele, sagt er, glauben ja, dass die Inflation ganz schnell zurückkommen wird. Das wäre natürlich sehr schön. But I'm not seeing signals of this quick decline in the economic data. Aber ich sehe keine Anzeichen für diese Hoffnung in den ökonomischen Daten. Jetzt natürlich die große Frage, wir werden am Dienstag die US-Verbraucherpreise ausfallen mit Erwartung in der Headline 0,5% zum Vormonat. Und dann gestern auch Williams, New York Fed-Chef, der gesagt hat, die Zinsen oder die Geldpolitik wird für Jahre, also nicht für das Jahr 2023, sondern für Jahre restriktiv bleiben. Ähnlich hat sich gestern auch Collins geäußert, Cook geäußert. Die sagt, also mit starkem Arbeitsmarkt dürfte die Inflation weiter sehr hoch bleiben. Und dann gestern Neil Kashkari, einer meiner aller besten Freunde, der von ganz dovish auf ganz hawkisch gewechselt ist. Und einer der Gründe dürfte sein, dass der ab und zu mal auch einkaufen geht im Supermarkt, der gute Neil, Minneapolis Fed-Chef seines Zeichens, und sagt, ja, ich kaufe immer eine Large Tray of Lasagne. Und ich habe immer $16 dafür bezahlt. Jetzt ist es bei $21. Das ist so mein eigenes Maß, was mit der Inflation passiert. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen schräg, so ein bisschen, naja, suche ich mir ein Produkt raus, das ich öfter kaufe. Aber das ist das, was die Leute eben durchaus auch ja wahrnehmen. Die Inflation im Lebensmittel-, im Supermarktbereich dürfte höher sein als die offiziell ausgewiesene Inflation gefühlt. Und faktisch ist wahrscheinlich für die meisten Menschen eben wirklich die Inflation höher als in den offiziellen Zahlen ausgewiesen. Also, was müsste man machen, damit die Fed die Zinsen senkt, packt irgendwelche Lasagnes in die Supermärkte und setzt den Preis dafür runter? Das wäre sozusagen die Folgerung daraus. Aber die Trader, man geht jetzt mehr und mehr in Richtung, oh, das könnte jetzt wohl nichts mehr damit werden, dass jetzt massiv die Zinsen schon fallen in 2023. Vielleicht könnten sie sogar in Richtung 6% steigen. Hier wird jetzt schon teilweise richtig drauf gewettet. Wenn eben der Arbeitsmarkt tight bleibt, eng bleibt, wenn die Inflationsdaten nicht so runterkommen, wie man lange gehofft hat. Immerhin, die Fed Fund Futures, ich hatte das gestern schon gezeigt, haben jetzt praktisch ausgepreist, dass es eine zweite Zinssenkung in 2023 geben wird. Eine ist noch eingepreist, gestern dann übrigens auch Kashkari. Also die meisten meiner Kollegen denken, wir müssen über 5% bei den Zinsen gehen, aber es ist möglich, dass die Zinsen sogar vielleicht weiter steigen. Hier sehen wir mal den Unterschied zwischen den Dotplots der Fed und der eben, also den Zinserwartungen der Fed und Zinserwartungen, die in den Fed Fund Futures eingepreist sind. Das weicht ab, vor allem nach wie vor
wie lange, wie hoch. Das ist sozusagen der große Unterschied. Noch nicht mehr die Höhe, also der Gipfelpunkt, da ist man sich inzwischen zwischen Märkten und Fed weitgehend einig. Es hat lang genug gedauert, aber wie Julian Bridgen hier sagt, das ist eben schon länger unsere Sicht. Und wir müssen beginnen auszupreisen, dass es eben Zinssenkungen geben wird, wenn das, was Williams gesagt hat, stimmt, nämlich dass die Zinsen oder die Geldpolitik für Jahre restriktiv bleiben muss. Ähnlich äußert sich jetzt auch JP Morgan-Chef Jamie Dimon in Sachen Inflation. Der sagt also, es ist doch deutlich zu früh, jetzt mal zu sagen, dass wir die Inflation schon überwunden haben. Das ist eben genau der Punkt. Wir sehen Belebung am US-Hausmarkt, wir sehen Rohstoffpreise gestiegen, Benzinpreise gestiegen, wir sehen Used Cars, Gebrauchtwagen wieder deutlich höher. Und vor allem Energie war ja etwas, was die Inflation zuletzt nach unten gebracht hat im Vergleich zum Vormonat. JP Morgan hat jetzt übrigens hunderte von Mitarbeitern aus dem Mortgage-Bereich entlassen, also praktisch aus dem Bereich Hypothekenkredite. Und wir haben ja jetzt eine Party gesehen an den Märkten, ein Junk Rally könnte man sagen. Der Dreck ist am besten gelaufen. Alles, was nicht profitabel und ganz schlechte Zahlen vorgelegt hat, ist stark gelaufen. Man hat so ein bisschen das Spiel gespielt, wir wiederholen mal das Jahr 2021. Alles, was da gut gelaufen war, 2021, ist dann 2022 ziemlich abgestürzt. Meine zweitbeste Freundin Cathy Wood und. Und dann seit Januar vor allem steigt das wieder, was 2022 abgestürzt und 2021 hochgeflogen war. Aber jetzt sind wir in der Situation, dass ein Liquiditätsmodell der Fed letztendlich davor warnt, dass wir es doch mit einer Bärenmarkt-Rallye zu tun haben, denn die Liquidität im System wird immer geringer und gleichzeitig steigen die Kurse immer höher. Wir haben jetzt eine größere Spanne zwischen dem S&P 500 und der Liquidität als auf dem Hochpunkt der Juni bis August Rallye, die ja ähnlich krass gewesen ist wie diese Rallye, aber eben eine Bärenmarkt-Rallye war. Und wir sehen jetzt, dass die Privatinvestoren in den USA das erste Mal wieder mehrheitlich bullish sind, 37,5% bullish, nur noch 25% bärisch. Das war ja die letzten Wochen und Monate komplett anders. Neutral noch 37,5%. Also die Bullen sind wieder im stärksten Camp. Und hier Jim Cramer sagt, another ridiculous decline in a bull market. Also der hält das, was gestern passiert ist, nur für einen Rücksetzer. Und dieser Rücksetzer gestern natürlich durch diesen Google-Schock hier ausgelöst, weil die KI von Microsoft hier eine komplett falsche Antwort gegeben hat. Jetzt sagen viele, naja, ChatGPT gibt auch falsche Antworten. Ja, das stimmt natürlich, aber es ist, wenn du praktisch so wenige Schüsse hast und dann gleich voll daneben haust und damit zeigst, dass du wahrscheinlich, naja, doch noch echte Probleme hast mit deiner KI, jetzt gesprochen von Google und ihrem Bart, dann dürfte das darauf hindeuten, dass sie doch entwicklungstechnisch noch weiter hinten sind. Hier sehen wir mal den Anteil von Google bei Suchmaschinen, absolut überragend. Desktop so knapp 80%, mobil über 80%, alles andere spielt im Grunde keine Rolle mehr. Und nein, ich habe, wie manche geschrieben haben, nicht gesagt, dass Google pleite gehen wird. Die haben wahnsinnig viele Reserven, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber sie werden vielleicht nicht mehr der Dominator sein, wenn sich das Geschehen mehr und mehr von einer Suchmaschine zu einer Antwortmaschine verschiebt. Und ich bleibe meiner These, dass eben nur wenige dann das Rennen machen werden, so wie es eben Google gemacht hat. Was hatten wir früher alles für Browser? Napster und WSIC, ja, Netscape, das waren so die Dinger. Napster, war das nicht diese Musik-Hochladebörse, illegal, wie auch immer. Netscape auf jeden Fall war der Browser, der eigentlich am Anfang dominierte. Der ist dann komplett verschwunden, weil Google eben den Siegeszug letztendlich gemacht hat. Und so könnte es eben in diesem KI-Bereich auch sein, dass der am frühesten kommt, dann einen Vorsprung hat, den er zementieren kann, wenn sozusagen die anderen nicht schnell genug mitkommen. Sei es drum, Google wird nicht pleite gehen, aber das wird auf jeden Fall eine tektonische Verschiebung ist hier auf jeden Fall durchaus sehr wahrscheinlich, was wir hier sehen. Wir kommen nochmal zurück zu dieser Junk Rally. Gestern Disney mit Zahlen, die eigentlich, naja, Gewinn pro Aktie war besser, aber Umsatz war deutlich, war auch leicht besser, aber vor allem enttäuschend die Zahl der Subscribers, also der Abonnenten.
Und das war eigentlich nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, aber die Aktie ist dann doch gestiegen, typischerweise wegen Job Cuts und Cost Savings. Also man entlässt 7000 Leute und will letztendlich Kosten einsparen auf breiter Front. Das wird an den Märkten honoriert. Gestern haben wir gesehen, dass alle 11 Sektoren im S&P 500 im Minus waren. Energie noch am besten, Healthcare und Financials ganz unten, dann Communication Services, klar mit Google. Hat es dieser meisten erwischt und wir sehen, dass der VIX gestern angestiegen ist, vor allem aber der VVIX, also die Volatilität des VIX ist nach oben gegangen. Das könnte bedeuten, dass wir jetzt mehr Volatilität insgesamt sehen werden. Schauen wir uns mal zwei Parameter für den Nasdaq an, den Nasdaq McLaren Summation Index, der jetzt drehen könnte. Wir sehen da im oberen Chart unten eine massive Divergenz, die hier zeigte, dass möglicherweise jetzt langsam Schluss ist. Nasdaq Bullish Percentage Index weit, weit im überkauften Bereich. Das kann eine Zeit lang so bleiben. Aber wir sehen, früher oder später kommt das dann runter. Hier sehen wir den S&P 500 auf Tagesbasis nach wie vor in diesem Aufwärtstrend, den er gestern nochmal angetestet hat. Bleibt er in diesem Kanal, in diesem Aufwärtstrendkanal oder fällt er drunter? Genau das gleiche gilt für den VIX. Der hat versucht, gestern seinen Abwärtstrendkanal zu brechen, ist da jetzt nochmal in diesem Kanal geblieben. Also es fällt jetzt wohl bald die Entscheidung, vielleicht am Dienstag dann mit den US-Verbraucherpreisen. Wir sehen, dass diese Rallye in etwa so ausgestaltet ist wie damals zwischen Juni und August. Nur war damals die Marktbreite noch besser. Damals ja auch eine fette Pivot Rally und inzwischen sind auch viele, viele dabei. Nicht nur die Privatinvestoren sind jetzt wieder bullischer, sondern man sieht, dass Asset Manager und so weiter und so fort sogar relativ dick wieder investiert sind, vor allem die Asset Manager. Die Leveraged Funds sind da noch ein bisschen zurück, aber es ist nicht mehr so, dass jetzt keiner US-Aktien haben würde und vielleicht noch konjunkturell. Hier sehen wir den S&P 500 und den Baltic Dry Index, also der praktisch die Frachtkosten bemisst. Und hier sehen wir, der geht konstant nach unten, der S&P konstant nach oben. Egal, was das bedeuten wird, das werden wir sehen. Bedeutsam finde ich allerdings das, was gestern Seymour Hersh hier gepostet hat, How America Took Out the Nord Stream Pipeline, praktisch eine Zusammenarbeit zwischen den USA und Norwegen. Das wird natürlich vom Weißen Haus dementiert, was sollen sie auch sagen, aber es würde natürlich Sinn machen aus Sicht der USA, Putin mal richtig zeigen, wo der Hammer hängt, nicht nur irgendwie schwatzen, sondern mal zeigen, siehst du Junge, wir können auch anders, bums, wo ist denn deine Pipeline? Damit entfällt ein Teil deines Geschäftsmodells, Deutschland gleichzeitig dann vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Frage ist, hat, wenn das alles stimmt, unser Kanzler, der Scholz-Omar, davon etwas gewusst, ja oder nein? Wenn ja, wäre das aus meiner Sicht ein echtes Problem. Aber natürlich wird es dabei bleiben, dass alle sagen, nein, waren wir nicht. Aber ich denke, es ist schon eine ziemlich gute Indikation, dass da möglicherweise nicht die Russen die ganze Geschichte veranstaltet haben, wie es anfangs geheißen hat. Hier haben wir heute noch abschließend, meine Damen und Herren, Inflationsdaten aus Deutschland, 8,7 nach 8,6% im Dezember. Eigentlich 8,9 erwartet, also etwas unter der Erwartung. Aber wie hier Jörg Krämer anmerkt, die Statistiker haben heute nur die Inflation für Januar veröffentlicht. Ansonsten haben wir nichts erfahren, weder die Inflation in den Vormonaten noch Details zu Januar. Also das klingt so ein bisschen fast wie ein Schätzwert, hat man das Gefühl. Die Zahlen sind ja verschoben worden, sollten ja eigentlich letzte Woche schon veröffentlicht werden. Gab es technische Probleme, also offenkundig hat man da ein Riesenthema beim Statistischen Bundesamt. Themen haben auch die Amerikaner mit den Chinesen. Da sehen wir jetzt mal die chinesische Darstellung, was es denn mit diesem Ballon auf sich hat. Wie sehen die Chinesen das? Hier hat mein Kollege Doi Anderson das mal wieder aus der chinesischen Sicht oder bringt die chinesische Sicht auf den Punkt. Die amerikanische kennen wir natürlich ja zur Genüge, die kriegen wir überall ja displayed. Ich finde es aber immer auch interessant, mal die andere Seite zu sehen. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Credit Suisse Kunden ziehen 111 Milliarden Franken ab. Die Credit Suisse ist vielleicht so ein bisschen, wie soll man sagen, das große Risiko im Bankensektor, eine Schweizer Bank paradoxerweise oder folgerichtigerweise, keine Ahnung. Jedenfalls schauen Sie sich das mal an, 111 Milliarden wurden da abgezogen, absoluter Vertrauensverlust, horrend miserable Zahlen wieder deutlich, was da alles schief läuft. Also zwei Empfehlungen, ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.